So, mal gucken, wo das hingeht. Oha! Höh! Ach du Schande, Labyrinth oder was? Okay, wir müssen gucken. Was ist. Oh Gott! Huch! Also, wir gehen erstmal hier. Ne, da können wir nicht rein. Wir gehen erstmal hier. Es sieht aus wie. Ach, so! Oh. Was ist das? Ist das die Zukunft? Das ist wirklich aus wie die Zukunft, ne? Alles zerstört und Vulkane. Ist das, was passieren wird? Ich setze mich mal. Ich glaube, das ist die Brücke, ne? Das ist von dem UFO-Schiff einfach die Brücke und das ist jetzt der Captain. Ich bin der Captain. Ja, ein Stuhl. Das habe ich schon erkannt. So, dann gehen wir mal hier. Was ist das hier? Sammeln! Huch! Oh! Bildschirmkopie des Internets. So, was ist das denn? Das Internet? Sieht aus wie so ein Lama oder Alpaka oder was? Eher ein Lama. Okay. Wir haben ein Lama. Wenn wir das alles haben, dann werden wir getötet oder was? Oh Gott. Aber ist das alles? Oder ich dachte jetzt kommt ja richtig so ein Abenteuer, so wie ein Reiseabenteuer und jetzt wir entlüften wir Geheimnisse und ist einfach nur, naja, obwohl, vielleicht ist es ja. Eine Pfanne und. Das ist er! Ist das unser Geschenk? Wir kriegen so ein Gno. Was bist du denn? Ich glaube, das ist das gewesen. Wir kriegen ja einfach nur so einen Troll. Geht's ja noch weiter? Ich glaube, aber. Das ist ja auch ein UFO. Ich bin da ein bisschen, guck mal, das soll ja ein UFO darstellen, wenn wir mal nach oben gehen. Ne, der UFO ist da abgeschossen und das stellt das UFO da. Und wir gehen nach unten. Und das ist halt die Brücke, ne? Wo die Alien sitzen und hier fahren. Und das sind wahrscheinlich die Räume. Das ist das UFO. Ja, da würde ich sagen, wir gehen mal wieder nach Hause. Das war ja sehr schön, Mensch. Naja. Da habe ich schon viel Schlimmeres erlebt, aber ist schön. Ja, aber so mit dem UFO, ne, da kann man, ne, mit Hilfe von Reiseabenteuer schon noch einiges anderes machen, ne. Ja, wie cool, wenn da welche den Aliens wären oder so. Oh, jetzt aber schnell weg hier. So, Frage ist jetzt, ich bin im Besitz des Schlüssels. Ja, und mit Emmett können wir darüber nicht reden, ne. Und was sind die anderen Fragmente, frage ich mich einfach nur da. Zusammensetzen. Gartenzwerg. Faszinierend gleichermaßen, aber auch etwas mysteriös. Ja. Ich glaube, wir werden nach Hause zurückkehren. Habe ich irgendwie das Gefühl, weil wir haben jetzt das erlebt und irgendwie vermisse ich ja unsere, hallo? Hier hingehen. Hier hinfliegen, komm. So! Ach, endlich zurück. Ich meine, wir haben vieles erlebt, ne? Ich würde vorschlagen, wir werden die Nacht nochmal hier schlafen und dann am nächsten Morgen hauen wir einfach, gehen wir nach Hause. Guck mal, die haben hier, oh, guck mal an, hier, die Löschen. Wir schlafen nochmal hier eine Nacht. Komm, wir klauen uns das Bett hier. Schlafen hier. Und dann haben wir knapp, heute ist Dienstag, ich weiß gar nicht, wann wir los sind. Am Sonntag, glaube ich, sind wir losgeflogen. Nee, war ja schon in der Woche, ne?
Montag. Vielleicht 2 Tage. Nehmen wir das Bett. Mensch, wo ist denn der oben? Der braucht mal so ewig, bis er. Der, kein Wunder, der kommt. Guck mal, das kommt der ran. Oh Mann, ey, wo ist denn der alte Sack? Ey, mach mal die, das ist ja nervig. Entschuldigung, aber das ist ja so nervig. Der soll ins Bett gehen, kriegt kein Bett, aber der zu lahm ist. Ja, toll. Und nun? Diese Wesen werden ja gar nicht akzeptiert in der Zukunft. Guck mal, sind alle so. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie alle nicht so. Wir sind ja so, weißt du, der Opa und wir alles egal, Hauptsache. Ja, ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zurückzukehren. Da ist noch ein Bett. Wir haben kein Bett, doch, da ist noch ein Bett. Also muss noch ein Bett sein. Ey, das ist jetzt mein Bett. Er braucht halt ein wenig, bis er damit. Mann, diese Dinger, ich hasse die. Ich will lieber wieder Treppen. Ich will nach Hause. Geht mir alles auf den Senkel hier. Ach, nicht mal das UFO war es wert. Naja, schön futuristisch, aber bringen tut's mir auch nicht. Ich meine, wir können das alles klauen, ne? Das ist wahr. Könnten das ja klauen. Ich meine, wir sind ja in der Zukunft. Alter, wir können das verkaufen. Ich will ja nicht wirken, aber wir können das einfach mit den Leuten mitbringen. Ey, ich will das. Komm, wir bringen einfach mal ein paar Sachen mit. Können wir nicht auch die Pflanzen hier mitnehmen? Nee, Hoverboard können wir mit, aber keine Pflanzen. Hier. Klauen wir uns auch. So. Das ist die Rache dafür. Sollen doch zusehen, wo sie klarkommen, ne? Ich meine, wir könnten da keiner mit schön Geld machen und vermissen wird sowieso keiner. Wo ist denn noch der Raketenrucksack, der eine? Hier oben war doch einer, komm, wisse. So, die hauen mir auch alle rein da. Für meine Verwandten. Die zwei. Auch vor der Rechner, ne? So, aber ich glaube, es wird, ja, wir brauchen Spaß. Wir hauen nach ab, nach Hause. Möchtest du wirklich, dass dein Zimmer in die Gegenwart zurückreist? Ja. Es wird Zeit. Ja, es tut mir leid, ich muss nach Hause. Ja, es ist schön hier, aber ich vermisse meine Leute und ich habe ein paar Reserven ja mitgenommen, also viel Spaß noch hier. Wir sehen uns nächste Mal. Lebt wohl, Freunde. Wo war es denn mal hier? Ach so. Ja, wir hätten natürlich noch unsere Verwandten, Nachfahren kennenlernen können, aber das sage ich mir, ach nee, das mache ich dann lieber andern Mal. Wir wissen auf jeden Fall, wie die Zukunft aussieht. Der Opa hat ein paar Sachen mitgehen lassen, um es in der Gegenwart zu präsentieren. Vielleicht können wir somit die Zukunft beeinflussen, ich weiß es nicht. Okay. Oh, verdammt, falsche Richtung. So, ich brauche ein Thumbnail, das sieht cool aus. Yeah! So. Thumbnail schießen. Ich bin zurück. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es ist Mittwoch, 6 Uhr. Alter, wir waren eine Woche in der Zukunft. Wir sind an den gleichen Tag zurückgekommen, ne? Wir sind ja losgefahren, denn am Mittwoch. Wir waren, oder war es Donnerstag? Nee, es war nicht, Alter, wir waren bis Dienstag in der Zukunft. Und jetzt haben wir Mittwoch. Davor. Also, wir sind zurück in die Zeit gereist, sozusagen. Wir sind an dem Tag, an dem wir zurückgekommen, was natürlich Sinn macht.
Glaube ich. Ja, sie hat ihren Job, ist nichts passiert, ne? Sie ist grundschulden zur Arbeit gehen, genau. Ja, Mittwoch. Ja, das stand DI, also Dienstag, in der Zukunft. Das heißt, ich muss nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, also wir sind sozusagen entweder einen Tag weitergereist, was nicht stimmen kann, aber wir sind zurückgereist. Das heißt, ich glaube, wir sind letzte Woche Mittwoch losgefahren, dann waren wir also eine Woche lang in der Zukunft und sind jetzt wieder zurück. Ja, Freunde, ich glaube, das war interessant. Dann machen wir erstmal hier Shutdown. So. Erstmal die Schnauze voll. Was ist denn draußen los? Opa? Hä? Was ist denn da los? Kannst du ihr nicht erzählen kurz davon? Freundlich. Genau, mit Enkel prahlen vor ihrer eigenen Enkelin. Wir geben ihr ein Schenk. Raket noch da. Hä? Was ist denn jetzt los hier, Alter? Ach so, ach, ich hab da was. Oh, Marlenchen, bist da schon wach? Ich komme gerade aus der Zukunft. Also. Hier, hab mitgebracht. Was? Was? Für mich? Alter. Ein Raketenrucksack. Mensch, du bist der dufte Opa. Natürlich bin ich das. Mensch, jetzt müssen wir aber erstmal Waffeln essen. Wow. Alter, jetzt kann ich zur Schule düsen damit. Das könnten wir in der Tat mal heute machen. Ey, das mach ich. Das sieht aber nice aus mit dem Blauen hier, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, dass das so blau leuchtet hier, aber okay. Ja, auf jeden Fall, ja. Ey, das ist Ja. ja. Ey, du hast ein bisschen blaue Haare, ne? Hast du auch gefärbt? Warum spreche ich eigentlich so belächelt? Nee, das ist, kommt von der Zukunft. Also, durch das ganze Paranormale. Naja, auf jeden Fall haben wir viel erlebt, aber, ja, es war einiges. Klasse. Müsst mir mal erzählen, aber ich muss jetzt leider los. Bist der Duft, ey. In der Zukunft, ne? Mensch. Ja. Mensch. Aber nach einer Weile ist es einfach genau wie hier. Vielleicht sogar ein bisschen nerviger. Was ist mit ihr los? Die stirbt gleich. So, wa? Ich sollte mal zur Schule. Nee, warte. Für den Tag arbeiten. Nee, warte. Sag jetzt nicht. Die Gelegenheit ist bis. So, und dann. Bei der Schuhe. Ich glaube, hier ist gerade ein Fehler in der Matrix. Kann das sein? Ist alles gerade so blau? Ich glaube, das ist gerade ein. Ja, ich glaube, das ist gerade ein Fehler. So. Ja, dann will ich das mal probieren mit dem. Mit dem Raketenrucksack, ne? Ihr ja, passt aber auf, das ist nicht ganz ungefährlich. Mach ich schon klar. Also, auf da. Und jetzt fliegt sie einfach mal mit dem Raketenrucksack zur Schule. Wo ist denn die Schule überhaupt? Hallo? Schule, wo da ist sie? So, da kommen die Kinder an und jetzt zeigen wir mal, wie cool wir sind. So, pass mal auf, jetzt komm ich an hier. Boom! Hast du das gesehen? Ja. Oder auch nicht. Da kommen sie alle an. Ja, so immer. Ganz schön viele kommen da an, Freunde. Heute wird sie mal spät an den Hausaufgaben sitzen. Wieso hat sie keine Hausaufgaben gemacht? Nein, sie hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Scheiße. Fuck. Fuck this shit, I'm out. Ja. Was auch immer. Der ist ja putzmunter, ja, aber die Mutter. Mensch.
Die braucht erstmal. Wollen wir mal ein paar Waffeln. Ach Mann, was für ein Tag. Oder besser eine Woche. Ja. Komm, ne, wir haben so. Sind die, guck mal, die sind ja nicht mehr so viel wert. Die waren auch so viel Grad wert in der Zukunft. Oder war es der. Oh, der Laptop. Ich möchte dir. Ach Mensch. Ach, ich hab's dich vermischt, meine Kleine. Blume des Lebens. Ja. Frage ist. Wir kaufen ein Hoverboard. Ich meine, wir können. So. Das finde ich so. Das ist. Das wäre natürlich am einfachsten, aber das machen wir nicht. Obwohl, come on. Nee, denn den wollen wir für uns behalten. Den können wir kaufen oder nicht. Wir haben. Obwohl, wir haben zwei davon. Ja, Alter! Hoch die Tassen! Ich hab Geld mitgebracht. Ist ja geil. Ist ja toll. Das ist ja super. Aha. So macht man das, siehst du? Einfach aus der Zukunft Sachen geklaut und schon haben wir 4000. Ist ja voll. Nee, warte mal, du machst. Hallo, du machst erstmal hier bitte sauber. Sozial! Komm, wir machen mit Opa ein bisschen reden, ne? Kann er nicht ihr erzählen? In der Zukunft. Schade, ich glaube, man kann irgendwie über die Zukunft reden, ne? Oh. Sag mal. Steh mal auf hier, das ist ja wohl lächerlich. So, ich möchte das ja mal ins Unterhalt, so nach Fahrt fahren. Mensch. Du bist ja richtig ein Genie, Alter. Ich muss da noch ein bisschen üben, das ist alles. Natürlich. Also du warst in der Zukunft, ne? Hast du auch Karten irgendwie? Ja, warum? Ja, also ich habe hier so ein bisschen ne, Maske gespielt. Also böse und gute Menschen gibt's da alles. Ja? Sehr toll. Was hast du so erlebt? Ja, es war toll. Es war ganz, ganz toll, war das in Zukunft. Das kann ich nur wiederholen. Ach ja, da war auch ganz andere Musik und alles. Es war einfach toll. Ja, also die haben alle so Digi-Klänge, nennen sie das. Es war einfach beeindruckend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Toll. Und was habt ihr so gemacht? Fernsehen geguckt? Show geguckt? Ja, das war super. Wir haben einfach super Spaß gemacht. Hier, das habe ich irgendwie auch da geklaut. Warte mal. Das ist mein Freund. Das ist ein Kobold hier. Oh, der ist ja süß. Oh mein Gott. Ja, wir finden sie hier, ne? The Toll Coach, Tattoo, cool. Ja, und jetzt ist auch die Zeit, läuft wieder um, aber ich wollte wenigstens ein bisschen darüber reden, aber. Danke, dass du hier sauber machst, ne, während ich nicht, aber. Ist kein Problem. Ich bin doch deine Tochter. Naja. Dann schlag ein, Alter! Keine Ahnung. Ich habe, das ist, diese Aufnahme ist auch ein bisschen spontan entstanden. Ich wollte eigentlich aus der Zukunft raus und deshalb wollte ich das machen.
Ich hoffe mal, dass es mit dem Blauen auch wieder vorbei ist. Es ist alles ein bisschen blau, aber ich glaube, es ist schon. Es war nur so ein Nebeneffekt, sieht halt schon besser aus. Auf jeden Fall, wir sind zurück in der Gegenwart. Wir haben ein paar Sachen mitgebracht. Die Hoverboards, die kriegt jeder von denen. Das finde ich irgendwie schön. Auch Kobold, schlechter Laune. Ja, die Kobolds, ganz ehrlich, die sind jetzt nicht so meins. Die habe ich jetzt eigentlich nur so mitgebracht. Das ist mir. Ist alles schön gut. Das ist ein Laptop hier, super. Der hat eher noch so ein Ding. Hat sich noch ein Hoverboard da. Und sie kriegt natürlich auch einen Raketenrucksack. Ist ganz klar. Ach ja, nee, doch, hier. So. So, hier auf jeden Raketenrucksack. Und dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Also wir haben jetzt ein bisschen Geld gemacht, natürlich dadurch. Aber ist klar, in Zukunft, er hat natürlich Sachen. Und das heißt, wir haben ein bisschen was. Das heißt, ich werde das ein bisschen ausgeben, indem ich hier ein bisschen ein paar Sachen kaufe. Ein paar Bilder, ein bisschen umgestalte. Man weiß nicht, bessere Sachen kaufe. Da ich wieder ausgeben. Nee, weil das ist ja alles sehr sporadisch. Und das mache ich wahrscheinlich auch offscreen. Wir werden sehen, ob ich das mache. Auf jeden Fall, ich habe ein paar neue Sims auch entstellt in der Zwischenzeit. Die werden wir irgendwann einziehen lassen und wir werden auch diese Familie in Bälde mal kurz verlassen, um anderes zu gucken, wo es irgendwie woanders aussieht. Wie gesagt, wir haben jetzt den Opa erstmal ein bisschen gespielt in Zukunft. Jetzt kümmern wir uns mal um die anderen zwei ein bisschen hier in Gegenwart, damit so ein bisschen wieder Ruhe einkehrt. Also bis nächste Woche. Bye bye.